Hallo Leute, hier ist Sui Andy mit Part 43 von Let's Play Metroid Fusion. Ich komme mir gerade total lächerlich vor und wenn ihr mich sehen könntet, dann wüsstet ihr warum. Ja, ich muss nämlich jetzt, bevor ich gleich weitermache, ein paar Dinge sagen. Zum einen, das Mikrofon meines Headsets scheint kaputt zu sein. Jetzt fragt ihr euch natürlich berechtigterweise, warum könnt ihr mich dann hören? Das liegt daran, dass ich jetzt nochmal das Mikro verwende, das ich schon am Anfang von Zelda Minish Cap verwendet habe. Das in den ersten drei Folgen. Aber keine Angst, ich weiß, das hat damals extrem gerauscht und man hat mich kaum verstanden. Ich habe schon überlegt, ob ich Untertitel da einbaue, damit man zumindest lesen kann, was ich da gesagt habe. Ja, jetzt könnt ihr mich halbwegs gut verstehen, hoffe ich zumindest, weil ich nämlich das Flausch-Ding-Watte-Dings von meinem Headset über das alte Mikrofon gestülpt habe. Und jetzt sitze ich hier, nehme die Folge 43 auf, mit dem Kopfhörer meines Headsets auf dem Kopf und das alte Mikrofon unterm Arm geklemmt. Ja, das müsst ihr euch halt irgendwie vorstellen. So, ich habe das unterm Arm geklemmt, sodass es vor meinem Mund ist, damit ich trotzdem noch aufnehmen kann. Weil ich habe mir gesagt, lasse ich mich davon aufhalten, dass mein Mikrofon vom Headset nicht mehr geht? Nein, ich finde eine Lösung. Und die habe ich jetzt gefunden. Ob sie gut ist, werde ich noch sehen. Ich habe irgendwie Angst, einen Krampf in meinem Arm zu bekommen, aber egal. Und die zweite Sache ist, ich habe mich erkundigt, wie es weitergeht und nö, ich habe kein schlechtes Gewissen deswegen, denn es ist etwas, worauf ich nie selber gekommen wäre. Ich finde es erstaunlich, wie Funk darauf gekommen ist, denn in seinem Let's Play habe ich nachgeschaut, wie man weiterkommt und wo. Und ich lade den regulären Speicherstand hier nochmal, da ich in letzter Zeit wirklich zu viel Zeit verschwendet habe, als dass ich da nochmal weitermachen würde. Nö, ich fange hier nochmal an. Von diesem Speicherstand, von diesem Speicherraum hier, den ihr jetzt auch seht. So, und ich werde hier nochmal rausgehen, mir nochmal den Energietank holen, denn glücklicherweise ist der auf dem Weg dorthin, wo ich hin will. Und, also, es ist auch nicht viel, was ich jetzt laufen muss. Und, ja, das mit dem Energietank ist halt, wenn ihr euch noch erinnert, ich habe also, als ich gespeichert habe, hatte ich den Energietank noch nicht, den ich letztes Mal gefunden habe. Den habe ich erst danach gefunden. Und deshalb werde ich ihn jetzt nochmal holen, weil er liegt sowieso schön auf dem Weg und da kann ich mir das leisten. Ah, Moment. Warum mache ich es mir eigentlich so kompliziert? So. Die gehen nämlich auch so tot. Den Powerbomb-Container hier hole ich mir auch nochmal. Genau. So. Und, ah, du bist wieder da. Du bist immer noch da. Warum? Ja, und jetzt hat mich auch das Ding erwischt. So, jetzt bist du nicht mehr da. Was sagst du nun? Gar nichts, denn du bist nicht mehr da. Ja, meine Kommentare sind... Ja, ich will nicht drüber reden. So, hier sind wir auch schon in der Nähe von der Stelle, wo es weitergeht. Und zwar hier unten ist es richtig. Aber bevor ich da hingehe, gehe ich nochmal hier hin, weil ich mir den Energietank nochmal holen möchte. Ich weiß immer noch nicht, wozu die Krabben da sind und vor allem die Goldenen da in der anderen Kammer, die jetzt gleich auftauchen würden. Ich glaube, die waren ein... Ach so, ich... Ja, okay, jetzt weiß ich's wieder. Ich muss die besiegen, um mir den Durchgang da unten zu öffnen. Schade. Brauche ich doch ein bisschen mehr Zeit. Ich gucke auch die ganze Zeit kontrollierend auf meine Tonspur, ob auch wirklich aufgenommen wird, weil ich Angst habe, dass gleich irgendwas abstürzt oder so. Ja. Na gut, das X brauche ich nicht unbedingt. Der Durchgang ist offen und ich kann mir den Energietank nochmal holen. Also nur deswegen bin ich nochmal hier hingegangen, weil ich den Energietank nochmal haben will. Denn ich weiß, wenn ich ihn mir nicht hole, dann werde ich spätestens beim nächsten Boss bereuen. So. Ach nee, hier muss ich Ball bleiben. So. Und ich weiß immer noch nicht, warum hier... Ich weiß nicht, habe ich das letzte Mal rausgefunden, warum da so ein Block ist? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Gehen wir hier wieder raus. Ja. Und als ich das... Dumm. Als ich das bei Funk gesehen habe, wie es hier eigentlich weitergeht, da hat mich das Spiel schon ein bisschen böse gemacht.
Und ich überlege gerade, vielleicht war das gar nicht mal so schlau, vielleicht hätte ich mir den Energietank auch später holen können. Aber das werde ich gleich sehen, ob ich damit richtig liege. Denn, ihr seht jetzt... Dumm! Was schubst er mich hier wieder raus? Was schubst er mich hier wieder raus? Wofür hält er sich? So. Ich mache hier noch eine Powerbombe. Lass die Dinger hier explodieren. Und jetzt, wenn ich mich richtig erinnere... Passt auf. Wer soll das rausfinden? Ich weiß nicht, wie Funk das rausgefunden hat, aber man muss an dieser Stelle pixelgenau durch die Wand. Also, nee, ich weiß nicht. Wie kann man da drauf kommen? Echt, ey, das ist mehr ein Geheimnis. Also, ich finde, man sollte nicht etwas, was aussieht wie ein Geheimnis, in das reguläre Spiel mit einbauen und... Ach ja, dann ging es halt da weiter. Ja, okay. Da wieder eine unsichtbare Wand. Gut, auf die kann man kommen, aber auf die andere konnte man meines Erachtens nicht kommen. So, dass hier ein Sicherheitsterminal ist, das die roten Schleusen öffnet, habe ich auch schon gesehen. Und das öffne ich jetzt auch. Und hier habe ich auch aufgehört, Funks Let's Play zu gucken. So, Ebene 4 Schleusen entriegelt. Rote Schleusen sind aktiv. Endlich. Nach so langer Zeit. Was wahrscheinlich gleichzeitig keine so gute Idee war, die zu öffnen. Aber wir machen einfach mal weiter. Ja, ich hatte recht. Ich hätte mir den Energietank auch jetzt holen können. Aber was soll's. So, jetzt kann ich hier weiter. Und ich wusste es. Ja, ich bin hier. Gut. Das heißt, jetzt wo die roten Schleusen aktiv sind, kommen wir hier endlich weiter. Endlich! So. Jetzt geht's nämlich, soweit ich noch weiß, da lang. Wow, dich hatte ich vergessen. Wirklich. So. Ich weiß noch, gleich nach der Röhre kam noch einer. Und, hier unten gab's noch was, was ich mir nochmal holen könnte eigentlich. So. Ja, Mr. Container. Ich glaube, man braucht zwar nicht so viele, um im Spiel zurechtzukommen, aber ja, kann ja nicht schaden, wenn man schon mal einen bekommt. Und wenn er noch so schön auf dem Weg liegt. So. Also, wenn Geheimnisse schön auf dem Weg liegen, durch den ich sowieso muss, dann hole ich mir die schon mal. Die sind ja auch nützlich, abgesehen davon, dass sie einen, dass sie den Fortschritt des Spiels erhöhen. So. Jetzt geht's hier weiter. Ach ja, die können nicht durch Mitz als verwundet werden, oder? Irgendwie habe ich's heute auch mit der Sprache. Naja, so, hier wieder hoch. Und hier ist eine rote Schleuse, die wir jetzt öffnen können. Rote Schleusen halten Samus Aran nicht mehr auf. So, das sieht irgendwie aus, könnte ich hier auch was sprengen, aber anscheinend nicht. Gut, dann waren die da wohl nur zur Deko, diese Krabben. So. Was ist hier ab? Nicht so Schlimmes. Ah, da oben geht's aber weiter. Dann sollte ich mir überlegen, wie ich jetzt hier vorgehe. Oder wie ich hier verkehre. Hm, kann ich mittlerweile die hier zerstören? So anscheinend noch nicht. Aber ich kann die einfrieren. Kann ich dann irgendwas damit machen? Nö, und ich kann auch nicht durch. Hm. Na egal. Ich begebe mich hier erstmal weiter. Und da ist ein Speicherraum, den nutze ich erstmal. So. Lieber jetzt als später. Letztes Mal hatte ich ja den Fehler gemacht, dass ich an einem Speicherraum vorbeigelaufen bin und noch mehr Energie verloren habe. Also ohnehin schon dann mit wenig Energie gespeichert habe. Das war nicht so klug. So. Ja, war jetzt nicht so wichtig, aber egal. Okay, ich hätte da damit gar nichts machen müssen und ja, kann ich den mit einem aufgeladenen Plasmabeam schaden? Moment. Da ist, glaube ich, was passiert, oder? Nee, habe ich mir nur eingebildet. Okay, ist hier irgendwo was? Ich verschwende schon wieder meine Powerbomben, kann das sein? Keine geheimen Durchgänge. Na toll, und wie komme ich jetzt an dem vorbei? Moment, ich versuche erstmal das Ding einzufrieren und dann mit einer Powerbombe hinterher. Vielleicht bringt das was. Aber ich denke nicht. Nö. Hat wohl nichts gebracht und damit bin ich wieder ahnungslos. Wie mache ich dich kaputt? So nicht. Gut, dann muss hier irgendwo anders was sein. Irgendwo ein versteckter Durchgang oder so.
Ich suche jetzt jede Wand ab. Nochmal lasse ich mich von dem Spiel nicht reinlegen. Moment. Oder geht's hier irgendwo auf der anderen Seite vom Speicherraum weiter? Ist hier irgendwo eine Wand, die ich kaputt machen kann? Ein Wandstück? Ach nö, nicht schon wieder sowas, wo ich nicht weiterkomme. Das hatten wir doch gerade erst. Das wird jetzt langsam echt lahm. Ein weiterer Grund übrigens, warum ich mich manchmal erkundige, wie es weitergeht. Ich will euch ja auch nicht langweilen. Und ihr sollt auch einen Fortschritt mitbekommen. Also. Moment. Hier muss es irgendwo einen Durchgang geben. Bitte. Bitte, 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 bitte. Nee. Das ist jetzt doof. Ist hier was? Nee. Komm schon, irgendwie muss ich dich doch kaputt machen können. Komm schon. Die kann ich damit auch nicht. Ich begreife nichts mehr. Ich komme damit auch nicht durch den durch. Was soll ich hier tun? Gab es noch irgendwo rote Schleusen, wo ich vorher nicht durch konnte? Ich glaube ja. Okay. Machen wir uns mal auf den Rückweg. Da komme ich so nicht durch. Dann muss ich so machen. Ja, das klappt zum Glück. Okay, begeben wir uns auf den Rückweg. Ich hoffe, das war jetzt keine zu große Zeitverschwendung. Und ich hoffe, da, wo ich jetzt gerade gesehen habe, komme ich auch wirklich weiter. Nein, hier war falsch. Hier war falsch. Das ist auch gutes Deutsch. Markenqualität. So. Hey. Wieder ein bisschen Zeit verschwendet, wenn es jetzt wirklich so ist, wie ich denke. Ich denke nämlich, ich muss jetzt nochmal da hoch. So. Und da und da und die Krabbe will ich kaputt machen. So. Hat geklappt. Dann hier wieder raus. Fail. Nee, da komme ich ja nicht hin. Moment. Es sei denn, ich muss so einen Trick anwenden. Es könnte sein. Aber ich brauche irgendwo auf jeden Fall einen Ort, wo ich Anlauf nehmen kann. Weil ich habe neulich sowas gesehen, dass man wohl, wenn man Anlauf gesammelt hat, die Dash-Energie oder wie man auch immer das nennen sollte, irgendwie speichern kann und erst später einsetzen darf. Wenn ich jetzt sterbe, ist auch keine Tragödie, aber wo kann ich hier gut Anlauf nehmen? Hier? Ich kann hier ja nirgends Anlauf nehmen. Das ist ja das Doofe. Nee. Ich habe 5 Energie, ne? Das kann ja noch was werden in dieser Episode. Eher nicht. Nö. Okay, ich bin tot, also. Naja. Könnt ihr euch denken, was ich jetzt mache? Richtig. Ich gehe Fangs Let's Play angucken. Mal sehen, ob ich da irgendwie schlau werde, wie ich da weiterkomme. Ich sehe keinen Weg. Das Spiel wird langsam echt komisch, um es mal so auszudrücken. Ja, okay, das muss gerade ich sagen, mit einem Mikrofon unterm Arm. Naja, egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich mit etwas mehr Plan. Bis dahin, tschüss.